herzlich willkommen zu unserer allerersten Sendung von Die Extraprise Salz fürs Liebesleben. Heute aus dem Studio von TV Oberfranken, Studio Hertel. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für Sie. Ich begrüße mit Ihnen Erotik-Shop-Besitzer Thorsten Heim. Hallo Thorsten, hi. Grüß dich. Hallo. Grüß. Hallo. Hi. Du hast ja auch recht viel mit Lust zu tun im Leben. Kochst du denn auch gerne? Wir kochen auch gerne, ja. Ihr kocht auch gerne privat? Gerne. Wir kochen du sehr und dein gerne Partner. Privat, genau, richtig. Mhm. Sehr, sehr viel, jeden Abend. Ja, das ist natürlich genauso Essen eine Geschmackssache, wie auch dein Metier eine Geschmackssache ist. Sicher. Ja. Also es ist genau das Gleiche wie mit Lust und Liebe. Vieles geht ja auch durch den Magen. Ja, absolut, ja. Da kommen wir doch gleich mal zum Thema. Wir wollen ja heute zusammen kochen. Gerne. Und zwar hatte ich gedacht, wir kochen Fisch, Pangasius-Filet, okay, mit Ingwer und Zitronengras. Sehr gerne. Alles ein bisschen Schärfe, die Schärfe vom Ingwer, ein bisschen mit Chili so zusammen. Darauf kommt dann Kokosmilch in Bananenblatt gewickelt. Vorher gibt es einen Salat, Sellerie, okay, potenzfördernd. Ja. Und Granatapfel dazu mit Zitrone ein bisschen. Und nachher machen wir dann noch ein scharfes Schokoladenfondue. Gerne. Ist das auch in deinem Sinn? Gerne, gut, sofort. Dann fangen wir doch gleich mal an. Okay. Mit dem Salat. In den Salat kommen Sellerie und Granatapfel, das haben wir hier schon so ein bisschen vorbereitet. Wir haben perfekt einen normalen Sellerie und einen Stangensellerie. So. Ich würde sagen, willst du mal den Stangensellerie schneiden? Einfach okay, hier in kleine Würfelchen. Genau, oder in Scheiben. Kannst du den auch in Scheiben okay schneiden. Genau, das tun wir dann einfach hier rein, in diese Schüssel. Dabei fange ich mal an, den Granatapfel so ein bisschen aufzumachen. So, perfekt. Das ist ein bisschen schwierig, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil der sehr empfindlich ist. Diese Beeren gehen da ziemlich leicht auf. Schauen aber optisch wunderschön die sind, aus. Die sind unglaublich schön, die alle schmecken auch ganz super toll. Immer wieder auch, gerade im Sektglas machen sie ja wirklich die sind total richtig süß. Und ich nasche auch immer gerne zwischendrin. Und mache ich immer beim Kochen. Wer macht ich bin das dann, bitte nicht? Ja, ich bin dann auch ganz oft das Blöde, wenn man dann schon satt ist, wenn das Essen eigentlich erst gerade fertig ist. Ne? So. Da gibt es ja so manche Werbungen, wo schon vorher die Töpfe leer sind. Ja. So, ah ja, genau. Das okay macht gut. Mhm, super. Genau. Kannst perfekt ruhig das Ganze okay schneiden. Ich mache hier ein bisschen eine Sauerei, das tropft so ein bisschen. Macht gar nichts. Macht gar nichts. Das kann man ja alles nachher wieder abwaschen. Ich würde jetzt nicht mehr hinzufügen wollen. So, ich lege das mal hier rüber. Oder haben wir? Ja. So, da haben wir noch so ein Stückchen. Okay. Ja, was verkaufst du denn so in deinem Laden? Erzähl doch mal ein bisschen was. Wir verkaufen sehr, sehr, sehr viel. Also von einfachen Dingen wie wirklich Gleitgel bis zum Kondomen, also sehr, sehr, sehr einfache Artikel, bis hin zu wirklich sehr ausgefallene Sachen. Also sehr ausgefallene Sachen heißt dann schon auch in Richtung Fesseln. Sehr ausgefallen heißt dann auch wirklich Vibratoren, die aus Gold bestehen oder aus Platin, bis hin zu wunderschönen Handarbeit. Masken, also was heißt Gesichtsmasken, die wirklich Handarbeit sind, also richtig von vorne bis hinten geglättet werden und so sehr, sehr aufwendig verarbeitet sind, mit Swarovski verziert und so, also schon auch was ganz Exklusives, wo man dann schon auch daheim schon einiges entfalten kann, also nicht nur von dem einfachen Gleitchen hin, sondern wirklich auch schon im Luxusbereich. Ich glaube, wir hatten auch noch Sellerie vorbereitet. Okay. Moment. Mein Assistent, der Benno, hat schon ein bisschen vorgeschnipselt für uns. Ja, perfekt. So, den können wir gleich auch noch mit dazugeben. So, erklären wir mal auch ein bisschen noch für die Zuschauer, was wir jetzt hier alles reintun. Also wir haben jetzt Stangensellerie und normalen Sellerie, der ist schon geschnitten. Dann der Granatapfel, den hatten wir auch schon ein bisschen vorbereitet. Da haben wir hier noch was. Und dazu gibt es gleich eine Marinade oder so eine Art Marinade. Es kommt Zitrone drüber, die habe ich ja auch schon vorbereitet, die drücken wir einfach rein. Ein bisschen Petersilie tun wir auch noch drauf und dann mit Öl und Salz und Pfeffer anmachen. Okay. Darf ich das Drücken übernehmen? Ja, das darfst du gerne machen. So, reib so, gut. Dankeschön. Okay. Einfach jetzt da drüber? Genau, einfach so drüber. Ich schneide dabei noch ein bisschen die Petersilie. Okay.
Ja, wenn ihr so viele verschiedene berühmte Leute und so aus, von überall her habt, da gibt es doch bestimmt auch so ein paar kleine lustige Anekdoten, nette Geschichtchen, die du erzählen kannst. Es gibt viele nette Geschichtchen, ja. Alle Jahre immer wieder. Also ich gehe jetzt halt mal in den Einstieg rein oder wie das damals wirklich so war, wie wir den ersten Kontakt wirklich zu jemandem schon Prominenten hatten, der nicht aus Deutschland kam, sondern aus Italien. Und das zuerst, also das war ein ziemlich belangloser Festspielabend. Mhm. Und ich saß so an meiner Kasse und habe gerade da Artikel eingegeben und so und hatte die ganzen Artikel vor mir. Und auf einmal kamen sehr zwei große, düstere Gestalten rein. Mit Anzug und allem und schon, also doppelten Ausmaß von mir. Mhm. Und haben sich an die Kasse aufgebäumt. Und klar, logisch, man hört auch einiges aus dem ganzen Klientel, aus dem ganzen Erotikbereich und sagte, super, die Russenmafia ist da. Oh. Das war es. Hat nicht lange gedauert, hat einer von denen gefragt, ob dieser Laden clean wäre. Und dann habe ich zu verstehen gegeben, wie clean soll ein Erotikladen sein? Ja, sie würden jetzt halt jemand gerade bringen, ob wir absperren könnten. Wen wollt ihr bringen? Papst? Johannes Paul II. Oder wen wollt ihr bringen? Ja, das wäre doch was Bekanntes und ob ich bitte für Ruhe und für Diskretion sorgen könnte. Mhm. Ja, ich habe mal gemeint, okay, ich sperre noch zu, weil die zwei sind eh da. Mhm. wenn, dann ist es eh schon egal, richtig. Sperr mal ab dann danach. Und dann kam tatsächlich jemand, wo man doch schon aus einigen Frauenmagazinen und so kennt, wo ich dann gedacht habe, oh je, yes, ja, sperr schnell zu, mach dieses und jenes. Ja, und wir haben auch schon die passenden Salz- und Pfefferstreuer heute dabei. Genau, du hast uns ja auch noch ein paar schöne Sachen mitgebracht, die kannst du uns nachher gleich mal zeigen. Ich mache jetzt mal schnell den Salat fertig noch. So, jetzt haben wir doch einige aphrodisierende Lebensmittel hier in unserem Salat, wie zum Beispiel Granatapfel und Sellerie, der ja potenzsteigernd wirken soll. Aber wo kommt der Begriff eigentlich her, Aphrodisiaka? Das wollen wir uns jetzt in unserem kommenden Beitrag anschauen. Willst du gleich mal probieren? Seit jeher gehen kulinarische und sinnliche Genüsse Hand in Hand. Viele Küchenzutaten dienen nicht nur dem Geschmack oder dazu, den Hunger zu stillen. Im Gegenteil, sie machen Hunger auf mehr. Bereits Eva verführte Adam bekanntlich mit einem Apfel und auch heute noch gelten viele Früchte und Gewürze als anregend und stimulierend. Diese nennen sich Aphrodisiaker. Aber nicht aus der christlichen Kultur stammt ihr Name, sondern von Aphrodite, der griechischen Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit. Der Legende nach wurde Aphrodite aus dem Meerschaum geboren, nachdem ihr Bruder Kronos auf Rat seiner Mutter, seinem Vater Uranus, die Geschlechtsteile abgeschnitten und hinter sich ins Meer geworfen hat. Während der Gebrauch von natürlichen stimulierenden Mitteln noch im Mittelalter eine Selbstverständlichkeit war, ist er heute fast in Vergessenheit geraten. Dennoch finden sich im Wohl jeder Küche diverse Liebesentfacher. Also als alltägliche Aphrodisiaker in der Küche würde man bezeichnen zum Beispiel den Sellerie. Sellerie heißt immer, sei sehr stimulierend, aber auch Petersilie. Dann eben Gewürze, aromatische Vanille, zum Beispiel Zimt, also diese ganzen erwärmenden Gewürze. Dann halt alles, was die Schleimhäute reizt in Richtung Chili, Cayenne, Pfeffer, solche Geschichten. Meeresfrüchte, Schalentiere, einfach aufgrund des Eiweißgehalts. Essen und Liebe hat eigentlich sehr, sehr viel gemeinsam. Man öffnet sich, man lässt was rein. Wahlweise Spaghetti oder was anderes. Ob der Mythos um die stimulierenden Mittel nun stimmt oder nicht, ein Experiment ist es zweifellos wert.
J'ai du sang dans mon cœur. Non, madame. So, Thorsten, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir mal ans Eingemachte. Und zwar ans Hauptgericht.